Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Ja, ich bin immer noch auf der Suche nach weiteren Glocken, die ich zerstören kann. Wahrscheinlich bin ich jetzt auch schon wieder ein Stückchen woanders weitergelaufen, als ihr es zuletzt gesehen habt. Ich bin gerade an dieser Stelle Welle und ja, das wird sich nicht vermeiden lassen, dass ich immer mal auch ein bisschen weiterlaufe, ein paar Leute besiege, ein bisschen die Gegend noch erkunde. Hier gibt es eine Schmiede, an die wir ran können, aber die wirklichen Sachen, die ich für persönlich interessant einschätze, die machen wir natürlich immer noch zusammen. Hier will ich aber gar nicht lang. Ich wollte nach unten. Ich will eigentlich zu dem unteren Ring. Bin ich dann falsch? Bin ich richtig? Ich weiß es nicht. Ich laufe jetzt einfach mal hier entlang. Eigentlich habe ich den nächsten Zielreiseort genommen, der am nahesten dran war. Erschreckt mich nicht so. Was ist da hinten? Wölfe, die kriege ich hin. Ich will doch nicht das Vieh hier töten. Was? Geh mal weg, genau. Geh mal aus der Sichtweite weiter. Kommt der her? Okay. Habe ich gemacht. Ich will weiter nach Süden laufen. Zu dem gelben Ring, wo die nächste Glocke sein soll, die wir dann läuten dürfen. Ja, hier oben bei den Steinen. Genau, da müsste es sein. Dann wollen wir mal. Und das werden jetzt wahrscheinlich auch wieder ein paar Gegner werden. Glocke läuten bei Alter Windstein. So, da sind sie auch schon. Ich seh nicht. Lass mich. Oh, die sind schnell. So, einer ist weg. Ah, nein. Boah, sind die schnell. Ich werde nicht mehr. Kann doch nicht wahr sein. Warum sind die so fucking schnell? Verfluchte Viecher, Niskaro sind das. Alter Falter. Ist immer schwierig, wenn die halt so eine Dreierkombination machen, dann ist natürlich klar. Und so gehen die Tränke auch schon wieder ganz schnell drauf. Echt gemein. So, die Glocke haben wir auch geläutet. Boah, und sofort kommt man hier ins Schwitzen. Hier oben wollen wir jetzt hin, dann werde ich wenigstens hierhin mal schnell reisen und dann müssen wir ganz weit in den Norden laufen, um die letzte Glocke zu läuten. Da habe ich das erzählt, was mit den Leuten hier los ist, erzähle ich euch ein andermal, da soll ich auch helfen. Ich nehme nämlich nebenbei auch schon wieder einige Nebenquests auf. Wenn ich sie für interessant halte, löse ich sie nicht allein. Wenn es so Sachen sind nur zum Sammeln, dann lasse ich das meistens. Das ist dann nicht nötig. Okay, komme ich irgendwie unbemerkt an denen vorbei? Das weiß ich nicht. Es ist nicht ohne hier die Gegend. Um zu schleichen nehme ich die Dolche mittlerweile wieder. Das ist nicht gut. Der guckt immer zu mir hin. Könnt ihr euch mal umdrehen, bitte?
Danke. Nein. Nein. Schnell weg. So. Jetzt kommt er hier wieder rum. Ah. Nein. Nee, der wird mich jetzt bemerken, ne? Scheiße. Ja. Ah, ich hab's gewusst. Die sind so... Es ist so schwer hier teilweise. Ja, macht mich ruhig fertig. Vielleicht sollte ich auch mal meine anderen Waffen wieder nehmen, weil die sind dafür nicht stark genug. Ah, hier, Chakrams. Oh, nun weich doch mal aus, Mädel. Das gibt's doch nicht. Sie weicht nicht schnell genug aus. Ich sehe es. Die zwei Dingen, die habe ich auch noch mitgenommen. Oh, Tränke, Leute, Tränke. Sonst wird das hier nichts. Glücksmine. Oh, schön. Ich habe einen neuen Ort entdeckt. Das ist immer gut wegen dem Reisen. Ach ja. Man kann sich nicht genug eindecken hier gerade mit Heilmitteln. Das ist echt... Warte mal. Dann gehe ich nochmal hier in die Kiste. Vielleicht ist da ja noch... Oder das versteckte Ding. Vielleicht habe ich hier Glück und finde Tränke. Hallo. Da. Nee, da war ich schon dran, wie man sieht. Und manches merkt sich das Spiel dann doch immer. Mal ein bisschen nach oben hier, damit die Sicht ein bisschen schöner ist. Manchmal fällt mir hinterher mal auf, dass ich immer die Kamera so habe, so auf sie. Anstatt euch auch so ein bisschen Blick nach außen zu geben. Aber manchmal schaffe ich es halt nicht. Wie sieht's aus? Wieder mal mit Waffenwechsel und Schleichen und so. Habe ich im Moment mit der Tränketaste. Weiß auch nicht. Sieht er mich? Dreh dich mal um. Dreh dich mal um. Ah, scheiße. Warte, ich nehme wieder meine anderen Waffen. Es ist halt leider gerade so. Selbst hier in diesem Extra-Ding sind die so schwer. Weg mit ihm. So. Den hab ich. Das einer... Oh, wieder Waffen wechseln, weil mit den Klauen oder Dolchen, wie auch immer, kann man einfach die Leute besser besiegen. Hat der noch was für mich? Ein paar Stiefel. Vielleicht sind die interessant für mich. Das nimmst du mal. Hm. Ja, geh mal in Schleichmodus. Ach, der sieht mich so. Ich geh mal hier rum. Genau, du geh mal deinen Weg da lang. Jetzt kommt er bestimmt gleich wieder hier lang. Darauf ist er programmiert. Komm, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Ach, das schaffe ich nicht. Oh.
Schade, wenn ich offline spiele, klappt das manchmal so gut. Ja, komm. Er wollte gerade wieder ausholen, habe ich ihm aber vermiest. Natürlich kriegen wir hier eine Menge Erfahrungspunkte, weil, wie man sieht, haben wir hier wildes Langschwert. Haben wir hier natürlich Gegner vor uns, wo ich ein bisschen mehr aufpassen muss und wo ich schneller Tränke verbrauche, weil die halt echt draufkloppen, wie sie wollen. Ich glaube, ich bin hier noch nicht gewesen. Oder war ich hier schon, Piep? Ich weiß es nicht. Kann natürlich sein, dass ich hier schon mal war. Doch, ich glaube, ich... Doch. So. Hier, wenn du hier die Orte entdeckst, dann haben wir, können wir Schnellkarte machen und so. Ja, Zwielichtgesträuch. Da habe ich die Höhle entdeckt. Das ist gut, weil was wir zu... Oh, oh. Das habe ich... Ah. Schnell hin. Schön, dass die Bienen trotzdem noch auf mich zukommen, obwohl sie tot ist. Ganz toll. Blöd. Echt blöd. Da kommen die nächsten auch schon wieder. Mir gehen die Tränke aus. Das sehe ich jetzt schon. Hier, das war's schon wieder. Kacke. Es war klar, dass die mich entdecken. Da kommt die nächste auf mich zugeflogen. Keine Ahnung, warum die mich so schnell sehen. So, da hinten noch irgendjemand? Nee, ne? Nee, komm Leute, Tränke, Tränke, Tränke. Bitte, bitte, bitte. Shit. So, wir suchen immer noch den gelben Kreis. Aber wenn jetzt hier 1000 Gegner kommen, ne? Ich bin so... Ich hab doch so ein Problem dann. Haben wir hier vielleicht welche drinne? Nee, natürlich nicht. Aber da sind Chakrams drin, frage ich mich natürlich. Ich werde das jetzt mal... Wir haben ja da hinten was entdeckt von der Karte her. Da könnte... Genau, das ist ja quasi direkt daneben. Dann gehe ich das Risiko mal ein. Oder eher nicht ein. Und hole mir mal ein paar neue Tränke. Und zwar hier. Denn das nutzt ja nichts. Das sind so Sachen, die ich eigentlich offline mache. Ich dachte, ich komme damit aus. Aber es... Ja... Geht manchmal ganz schnell. Finde ich hier was? Bei der Hammerschmiede wahrscheinlich eher nicht. Ich meine... Hm? Was da ist oben, denn? Hier bei der Treppe. Da. In der Apotheke. Finde ich hier nicht jemanden, der mir was verscherbeln kann? Hier? Hallo? Ist hier jemand? In dem netten Häuschen? Ist das Mäuschen im Häuschen? Da? Du da? Hallo? Einer von euch? Guten Tag, Reisende. Du da. Seid ihr auf der Suche nach Tränken? Ja, bin ich. Tränke, genau das wollte ich. Die sind aber auch nicht billig. Und es sind alles irgendwie dieselben? Hm. So, ich kaufe mir mal 10 Stück. Ist mir scheißegal, wie viel also Geld gut. Können wir uns immer wieder neu besorgen. Können wir hier auch pennen? Zufällig? Guten Tag, Reisende. Nee, natürlich nicht. Ihr habe ich übrigens Rechnungen gebracht. Das war auch so ein Nebenquest. Weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ich glaube aber nicht. Alchemielabor, dann könnte ich mir sogar selber noch welche machen. Nee, einen konnte ich mir selber machen, mehr Reagenzien hatte ich dafür nicht. So, dann gehen wir mal ganz schnell raus und da wieder hin. Und jetzt fühle ich mich auch schon wesentlich besser mit ein paar guten Tränken im Karton. Und jetzt nochmal hier hin. Der Vorteil, wenn man die Gegend ein bisschen erkundet hat, dann geht das schneller. Und wenn ich dann zu euch in die Aufnahme gehe, dann kann ich natürlich auch schnell dahin, wo wir hinwollen. Und auf der anderen Seite verpasst ihr natürlich dann auch die neuen Orte, die man findet. So, jetzt wollen wir aber mal nicht so viel quatschen hier, sondern die Glocken läuten, damit wir weiterkommen.
was? Da kommt was, da kommt was. Wow. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich glaube, das war der Niskaro-Tyrann. Natürlich ist das Inventar voll. Das hätte ich natürlich auch mal mit dem Plunder verkaufen können. Wow. Okay, das war nicht ohne hier das Vieh. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Ich wollte mal gucken, was wir hier noch für Chakrams hatten. Das sind nämlich die, die wir jetzt haben. 17 Körperschaden, 18 ist schon mal besser, aber die haben Angriffswert von 76 allgemein. Welche sind denn jetzt besser? Die mit dem Feuerschaden oder die mit Blitz? Die habe ich... Nee, habe ich gar nicht. Nee, die feinen Klingen sind... Ja, egal. Ja, das weiß ich noch nicht. Das keine Ahnung. Kann ich gerade nicht sagen. Wie sieht es hier aus mit dem erquickenden Dingensbums? Im Moment benutze ich einen ganz einfachen Bogen, der aber einfach mehr allgemeinen Schaden macht als der hier. Aber ich muss das Ganze auch mal wieder langsam reparieren. Rüstung checken. Ich komme... Wie kann ich das denn mal machen hier? Kann ich nicht mal irgendwas in Plunder... Habe ich noch was im Plunder? Nee, leider nicht, sonst... dann wird es natürlich gerade ein bisschen schneller gehen. Dann muss ich das mal eben durchgucken, hier durchchecken mit euch, weil ich was im Plunder tun kann. Dann nehme ich die Sachen mit und muss ich nochmal zurücklaufen. Also. Ihr habt ja gerade gar nicht so den Überblick wie ich, deswegen geht das hier ein bisschen schneller gerade, aber... Das ist der sanierte Kyras, hat 21 Macht und ist gar nicht mal so toll. Gut, der hat 173 Verteidigungswert, aber nö, brauche ich nicht. Reicht das schon für meinen Plunder, damit ich was nehmen kann? Die Beinschienen zum Beispiel, die Kriegerstärke nicht und das wahrscheinlich auch nicht. Okay, dann nimm doch mal einen Trank. Vielleicht können wir ein bisschen tricksen so. Nehmen wir mal... genau, nehmen wir mal so ein... Nee, nehme ich nicht. Hier habe ich was geklaut. Ja, habe ich. Das nehme ich mal. Einfachen Erfahrungsverstärker und einfache Erfrierung und weiß ich nicht, reicht das? Kann ich dadurch schon mal wieder was... Ja, ja, sehr schön. Gut, dann geht es jetzt zurück, nehme ich mal an. Von der Karte her, wohin? Ah, hier wieder ganz zurück, denn wir haben alle Glocken geläutet. Super. Das finde ich toll, wenn das in einem Part erledigt wird. Achtet auf euer Verhalten. Oh, jetzt können wir hier durch. Sollen wir nicht nochmal reden mit jemandem? Ihr habt es geschafft. Die alten Erati hatten diesen Ort vor Jahrhunderten versiegelt. Und jetzt öffnet er sich, um euch willkommen zu heißen. Unglaublich! Ja, wo gehen wir? Wohin gehen wir? Das gleißende Licht müsste sich im tiefsten Gewölbe dieser Ruinen befinden. Aber seid vorsichtig. Die Niskaro werden alles tun, um uns von diesem Speer fernzuhalten. Okay. Das gleißende Licht wartet. Ja, tut es. Ich habe gar keine Screenshots gemacht, merke ich. Achtet auf euer Verhalten. Ja, ich achte auf mein Verhalten. Dann gehen wir mal rein ins gleißende Licht. Dann wollen wir mal. Boah, ist ein bisschen... gruselig? Oder interessant? Urul Tusk. Okay. Huhuhu. Ja, okay.
schön alles zerschmettern. Schönes Weichkrabbelpulver, wofür auch immer. Okay. Oh, ich mache mir ein bisschen... Die Neskaro haben mir alles genommen. Meine Männer, meinen Posten, alles. Mein gesamtes Leben verbrannte, als ich Balor über den Schlachtfeldern erhob. Na toll. Diese Neskaro, ich finde die immer nicht ohne, wenn ich ehrlich bin. Seid vorsichtig. Ich habe schon so viele Verbündete sterben sehen, um noch eine weitere zu verlieren. Ja. Das gleißende Licht wartet. Ja. Das gleißende Licht wartet. Na toll. So, wir sollen hier lang. Dann gehen wir auch hier lang. Vorher mache ich mal hier einen Schlenker rein. Mach die Vasen kaputt. Sammel Kohle ein. Und macht das mit dem Dietrich auf. Etwas, was anscheinend in diesem Spiel nie verloren geht, dass wir Dinge mit Dietrichen aufmachen können. Ganz toll. Und da haben wir... Das nehme ich... Eigentlich will ich das alles. Leute, das will ich alles. Nein, und die Tränke sind mir sehr wichtig. Ach, das ist ja immer... Ja, ich würde sagen, ich mache an der Stelle einfach mal einen Cut. Und wir sehen uns im nächsten Part weiter, damit ich meine Sachen in Ruhe durchforsten kann und Tränke einsammeln kann. Und dann sehen wir uns an derselben Stelle, derselben Welle wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.